Schülerinnen und Schüler, heute am 3. Oktober feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. Wir, das ist Andreas Rotfritz, Schulleiter und Dorina Hacker, Elternbeiratsvorsitzende, wurden vom Filmteam gebeten, etwas dazu zu sagen. Und zwar als Zeitzeugen. Da dachte ich, Mensch, so alt sind wir doch gar nicht, oder? Scheinbar. Naja, auf jeden Fall können wir was sagen, denn wir haben zumindest den Fall der Mauer 1989 mitbekommen und natürlich auch ein Jahr später, 1990, am 3. Oktober, die Wiedervereinigung, in dem die neuen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten sind. Aber das ist kompliziert. Gucken wir mal zurück in die Geschichte. 1949 wurden zwei Staaten gegründet. Die DDR. Und die Bundesrepublik Deutschland. Ein im Westen, das bin ich. Ich bin aus dem Osten. Gut, aber damals waren wir noch gar nicht geboren. Wir waren auch noch nicht geboren, als 1961 die Regierung der DDR anfing, in Berlin eine Mauer zu bauen. Seitdem war Deutschland wirklich in zwei Teile geteilt und keiner konnte so richtig rübergehen. Es war einfach eine Mauer. Keiner stimmt nicht ganz. Ich als Westler durfte mit ganz viel Papierkram, Pass und allen möglichen Sachen in die DDR rüberkommen und besuchen. Das hat manchmal geklappt. Ich war zum Beispiel schon mal in Ost-Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Aber ihr konntet nicht rüber, ne? Nein. Nee. Bis die Mauer gefallen ist, war ich immer nur in der DDR. Ja. War aber auch nicht schlimm, ne? Man war ja zur Schule und im Kindergarten und richtig, das Leben war ganz normal. Ne? Die Schule war toll, wir hatten eine schöne Kindheit. Es gab auch viele Länder, in die wir reisen durften, aber es gab eben bestimmte Länder, nicht alle. Genau, und bei mir war das genauso. Den Mauerbau habe ich nicht miterlebt, es war einfach so, die war da, es gab diese beiden Länder. Naja, und 1989 fand ich das unglaublich, dass in einer friedlichen Revolution diese Mauer fiel, am 9. November 1989. Da ich warst war du gerade jetzt 12 Jahre alt. 12, ja, ich war 18, also ich saß staunend vor dem Fernseher und sah diese Bilder aus Berlin, wie die Menschen jubelnd über die Mauer guckten und sie so richtig freuten, dass es vorbei war mit der Mauer. Aber wir freuen uns immer noch und können jetzt einfach hier in Abu Dhabi sein, zwischen Ost und West lang gehen. Die Mauer ist gar nicht mehr so richtig da, nur noch als Museumstück und hier bei uns auf dem Schulstück als Erinnerung an diese Zeit und natürlich auch an den Fall. Zum 3. Oktober haben jetzt Schülerinnen und Schüler aus dem Kindergarten und aus der Oberstufe Videos gemacht und die könnt ihr nun sehen. Viel Spaß und nochmal ganz herzlichen Dank an das Filmteam von Julia, Elena und Clara.